Aus alt wird ganz neu. 10 Jahre lang hat der Löschzug in Tönnisheide darauf gewartet. Jetzt ist das neue Gerätehaus fast fertig. Die Spannung ist groß. Täglich bekomme ich Fragen gestellt, wie ist der Bauzustand, wann können wir letztendlich das Gerätehaus auch nutzen. Spätestens zum Jahreswechsel soll das Gerätehaus dann fertig sein, verspricht der neue Leiter des Fachbereichs Immobilienservice der Stadt Velbert, Michael Lobe. 3 Löschfahrzeuge haben hier Platz, außerdem sind die Räumlichkeiten insgesamt deutlich größer, sodass sich die Feuerwehrleute optimal auf Einsätze vorbereiten können. Und das neue Gerätehaus hat noch mehr Vorteile. In der Vergangenheit gab es keine Geschlechtertrennung bei Duschen, WCs und Umkleiden. Wir haben jetzt für Damen und Herren jeweils getrennte Bereiche. Da haben wir jetzt ideale Bedingungen auf dem aktuellsten, neuesten Stand der Technik. Außerdem sollen die großen Fensterflächen und zusätzliche Aufenthaltsräume für eine gute Arbeitsatmosphäre der Kameradinnen und Kameraden sorgen. Die wohnen ohnehin größtenteils im direkten Umfeld des Gebäudes. Somit ist es eine große Genugtuung für alle Kameradinnen und Kameraden, zukünftig hier von hier aus ausrücken zu können, den Bürger in seiner Not zu unterstützen. Die Kosten für das neue Gerätehaus belaufen sich auf etwas mehr als 1 Million Euro. Die Verantwortlichen sind sicher, dass sich das auszahlen wird. Denn schließlich geht es darum, im Notfall schnellstmöglich für die Menschen in Velbert da sein zu können.